Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Crowded mit dem Voucher und mit dem Nerdalterle. Schön, dass ihr zurück seid. Heute ist die Sonntagsfolge. Ich habe mir deswegen überlegt, wir machen erstmal hier ein bisschen gemütlich weiter. Gegen Mitte der Folge fange ich dann an, die Dinge zu richten, sodass wir morgen mit der Montagsfolge dem Ameisenthema nachgehen können. Ihr erinnert euch, drei Rüstungsteile, eine Schaufel, ein Schild und ein Schwert kann man bauen aus den schwarzen Ameisenteilen und das möchte ich dann machen. Und in dem Atemzug gehen wir dann auch nochmal zum Picknicktisch, den Würfel rollen und unterm Picknicktisch suchen wir dann auch nochmal eine Kleinigkeit. Ich bin gerade dabei, hier eine kleine Kiste vorzubereiten, die wir dann später füllen mit den Dingen, die wir hier brauchen zum Bauen. Das wären dann zum Beispiel alle Eichelsachen, Eichel, Seile, Klee und Saft. Jetzt pass auf, dann mache ich nämlich da jetzt schon mal kurz an. Ihr seht, die Lager sind auch wieder ein bisschen gefüllt, nicht komplett voll. Unten ist tatsächlich nichts mehr nachgewachsen. Oh, da sind nochmal Eicheln, die muss ich kurz holen. Weil ich will doch den Zaun bauen, weißt du? Ich habe doch vor, den Zaun mit euch zu bauen. Scheiße, jetzt bin ich runtergehüpft. Ich habe ja gar keinen Platz mehr im Inventar. Ja, ich wollte es euch nur nochmal genau zeigen. Ne? Hier bin ich dann. Scheiße, wo ist mein Golben? Ein bisschen was kriege ich noch rein, ne? Ja, ja, nimm nur mit. Die Nussbrocken, die lasse ich meistens liegen. Okay, jetzt tatsächlich unnötigerweise bin ich jetzt hier runtergelaufen. Ich habe Inventar komplett voll. So, mein kleines Gras hier müsste rauswachsen die Tage. Und ich glaube, eine Wolfsspinne habe ich nicht gesehen beim Schlafen heute. Ich gucke nochmal hier rein. Da liegt nämlich nur eine in sich. Ah, ne, jetzt sind sie beide da. Vorhin war es nur eine. Da habe ich mich erst gar nicht so richtig runtergetraut. Also, für den Zaun braucht man natürlich dann die Dinge hier. Dann haben wir Klee, Saft, Seile. Oh, da können wir eigentlich hier das komplette Ding so machen, ne? Hier haben wir auch nochmal Saft. Jetzt pass auf, ich habe nämlich unten schon Klee weggeschlagen. Ich weiß nur nicht mehr, welchen Abzweig ich hier nehmen musste. Wo habe denn ich den Klee hingeballert? Oder habe ich den am Ende vielleicht sogar schon wieder eingesammelt? Weiß ich nicht mehr. Wir füllen jetzt mal ein bisschen die Kiste hier. Irgendwo war eine Kleestelle, da habe ich ganz, ganz viel weggemacht gehabt. Bin mir aber nicht mehr sicher, wo es war. Doch, da vorne. Okay, dann habe ich es doch schon fast alles eingesammelt. Bis auf die 4 Millionen hier. So. Weil die brauchen wir ja fürs Dachdecken. Zumindest untenrum werden wir mit diesem Dach arbeiten. Nehmen wir das jetzt gleich mit. Saft habe ich ein bisschen besorgt, aber da werden wir wahrscheinlich noch mehr brauchen. Gucken wir gleich mal. So, guck dir das an. Kleine Baukiste mit Mats. Ich überlege gerade, ob wir noch... Bin mal jetzt auch nicht sicher, aber machen wir mal so. Ich würde es halt gerne so. Ich weiß, dass man auch eine Sortierfunktion hat, aber weißt du, ich habe es da immer so ganz speziell. Ich mache das immer lieber so. Brauchen wir noch was? Ist da gerade was kuscht? Meine kleine Laus. Ich nehme mal noch ein bisschen Klee mit. Ich weiß nicht genau, wie viel wir insgesamt brauchen werden, aber schon eine Menge, wenn wir ein ordentliches Dach wollen. Ja, komm, wir ratzen das hier mal noch kurz weg. Und dann verbauen wir die Materialien und dann richten wir uns für die Dings, für den Ausflug. Optionaler Ausflug geht um Rüstung und Tools. Ja, also wir machen das nächste Labor zwar schon und auch die Brutmutter und alles. Aber man kann ja so kleine eigene optionale Ziele sich immer setzen. Und in dem Atemzug erledigen wir halt ein bisschen was am Tisch, was ich vergessen habe. So. Ich glaube, kleetechnisch sollten wir jetzt an einem Punkt sein, wo ich sage, das reicht erstmal. Ich habe nur das Gefühl, ich habe noch nicht wirklich genug Saft. So. Ja, guck mal. Kleemäßig sind wir doch jetzt erstmal ausgestattet, oder? Spricks sind es noch ein bisschen wenig tatsächlich. Seile natürlich auch nicht so viele. So. Gut, das reicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Es sei denn, ich finde noch ganz kurz irgendwo so eine kleine Saftstelle. Aber da bin ich immer... Da war ich ja erst hier in dieser einen. Hier wäre man nicht ganz so glücklich, wenn ich da rumlaufe. Ich glaube, ich habe die Saftstellen schon eingesammelt. Oh, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Die sind ja von gestern übrig, ne? Die sind ja, glaube ich, von gestern übrig. Können wir nämlich hier kurz zumachen. Scheiße, da fehlen noch welche. So. Gehen wir mal rüber und gucken mal kurz.
dass wir hier heute ein bisschen was für die Sicht hinbekommen. Ja, da baut sich doch schon mal was auf. Das eine oder andere muss ich natürlich hier noch anpassen, aber das können wir ja dann machen. So, dann machen wir mal die Kiste hier hin vorläufig. Den kannst du hier reinballern. Dann können wir jetzt normalerweise sagen, ich nehme mal den Saft drüber, ein bisschen Klee. Und dann machen wir mal die Ecke hier, wenn wir es gesagt haben. Die auch noch gleich, oder? Ja, ja, ja. Hier wird gebaut, da müsst ihr halt durch, Spinnies. Kann ich jetzt? Jetzt wäre ich fast runtergeplatzt zu denen. Glaubst du? Wäre ich fast runtergeflogen zu denen. Junge, Junge. Ja, ja, hör mal auf zu motzen. Ich bin halt hier auch daheim jetzt. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, lasse ich euch in Ruhe. Beziehungsweise einmal muss ich noch... Ey, wir brauchen aber, bevor wir zur Brutmutter gehen, natürlich diese Mutation komplett von denen, ne? Ich mach grad mal das Eck zu, dass ich da nicht wieder runterknall. So. Keiner da. Da ist keiner da. Nein. Guck mal, die sind alle unterwegs hier. Nur unser Alter, der hockt hier oben rum. Okay, also das mit dem Dach, das wird so funktionieren. Was brauchen wir denn jetzt hier als nächstes? Ich würde sagen, wir holen mal ein Stängellager noch dazu. Ich möchte eine Butze haben, eine gescheite. Da habe ich voll Bock drauf. Ja, und so wird es schon, das wird schon, das wird schon. Bin jetzt auch ganz happy, dass wir unten rum tatsächlich mit Stängel bauen und nicht mit Gras. Sieht doch ein bisschen filigraner aus, finde ich. Oh, verbau mal nicht den ganzen Saft hierfür. Du willst doch da oben gucken, ob das hier hingekauen hat. Wie cool das immer ist, wenn der Vogel landet. Den hätte ich auch gern. Wir müssen Saft besorgen gehen. Wir müssen Saft besorgen gehen. Sonst komme ich da heute nicht zu meinem Ziel. Und das ist auf keinen Fall machbar. Kann ich hier drauf? Also, wie komme ich dann von außen da oben drauf? Kann ich da aufs Dach hüpfen? Hallo? Hallo Frühstück? Jo, ich kann aufs Dach hüpfen. Also, wir brauchen Saft. Dass wir wenigstens das Dach bis dahin gedeckt kriegen. Was jetzt nicht weiß, und das wird wahrscheinlich auch nicht so gehen, wie ich es will. Nee, das wird so nicht funktionieren, diese Schräge hier so einzubauen. Ich guck mal kurz, was wir für Dachelemente haben, die eventuell da reinpassen würden. Das ja nicht, ne? Ey, erzähl mir jetzt nicht, dass das so zu ist, wie es will. Aber fast, ne? Einziger Nachteil. Der einzige Nachteil wahrscheinlich ist. Ne, das geht so nicht, wie ich es haben möchte. Sah aber für einen Moment so aus. Ne, ne, du musst schon. Ey, ich glaube, das mit der Ecke hier, das können wir so nicht machen, wie ich es will. Ja, wenn ich dieses Dach hier nehme, das kriege ich ja nur so oder so hin. Ich kann es hier so zumachen, hängt es hier rein. Also das ist schon mal keine Lösung. Die werden wir auf keinen, das wird nicht so gehen. Weil das anders schräg ist hier. Es sei denn, wir machen das hier mit einem Flachdach klar. Warum nicht? Und ich baue mir hier die Dinger hin. Das kommt bestimmt auch gut. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Wenn wir uns hier eine komplett offene Werkstatt bauen. Oh, schade. Schade. Kriege ich da eine Wand rein? So. Dann machen wir das so. Und damit es wieder gleich aussieht, kommt er hier weg. Und er hin. Ja. Dann machen wir das nämlich so. Und damit hier ein bisschen Licht reinfällt, gönnen wir uns dann später das hier so. Und das so. Und dann ziehen wir das hier hoch. Und das bleibt erstmal so offen. Und dann überlege ich mir, ob ich von da noch hochbaue oder ob wir es offen lassen. Das weiß ich noch nicht. Kann auch sein, dass ich das hier wieder wegmache. Wir machen einen Zaun hin. So wie es halt nachher am besten aussieht, ne? So, ja, und die Hälfte der Folge haben wir noch gar nicht erreicht. Das heißt, wir kommen da heute schon ziemlich weit noch. Ich verbaue die gerade mal. Dafür habe ich sie ja auch geholt, ne? Das sieht schon mal gut aus. Das auch. Das auch. Wie die genervt sind von dem Gebaue hier. Schon übel.
Habe ich zufällig Seile hier drin? Jo, ein paar Stück habe ich. Machen wir hier mal kurz einen Haken dran und hier. Wie lange wird es wohl gehen, bis er oben steht? Ist mir schon klar, dass du was suchst. Okay, die Stängellage haben wir auch schon wieder leer. Na, ist ja egal. Muss ja nicht alles heute fertig sein. So, was fehlt denn da hinten noch? Ja, wir müssen jetzt gleich Saft besorgen. Der muss ja weg, haben wir gesagt. Und eventuell haben wir Glück. Und wir werden bestimmt Glück haben. Ja, guck dir das an. Guck dir das doch einmal an. Womit sich die Frage total geklärt hat, ob man hier in den Baum das so reinbauen können, weil das war ganz wichtig, sonst hätte ich hier nichts gemacht. Leute, wir brauchen Saft. Wir brauchen einfach nur Saft. Und vielleicht nochmal ein paar Stängel, aber das kriegen wir doch jetzt hin. Ich gehe Saft holen. Wie sieht es denn im Inventar? Ja, super. Nochmal kurz ein bisschen was gegessen vielleicht. Das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Ja, da werden wir uns auch schöne Leuchte reinhängen oder so. Stängel muss ich besorgen, ist klar. Ich glaube, es wird schon wieder Nacht. Ist aber nicht so schlimm. Nee. Ja, dann ess beide. Ja, und irgendwas zum Essen bräuchte ich schon auch nochmal. Rüsselkäfer-Dörfleisch. Ja, die Ameisen, die machen hier mal die Rüsselkäferblatt. Und dann bin ich natürlich sofort in der Nähe zum Einsammeln. Saft wollten wir, gell? Saft kriegen wir hier mit. Wir gucken mal, da muss ja noch eine Saftstelle sein. Aua, Entschuldigung. Ich leide mit ihm. Ein Beutelchen hast du voll. Siehst du, das Trinken für morgen haben wir schon mal. Na gut, es sind zwar Saft, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir nie gemerkt, wo die überall sind. Warte mal, hier kriegen wir nochmal was zum Futtern. Wir wollten auch gucken. Ah, doch, gescannt haben wir es ja, ne? Das haben wir doch schon rausgefunden. Eines Tages kriegen wir vielleicht auch die goldene. Aber wer weiß, wann eines Tages sein wird. So, hier mal kurz reingeschielt, aber da ist keine im Moment. Digga, du wolltest eigentlich Saft besorgen, gell? Oh, Futter. Futter ist genauso gut. Die kann ich dann auch nicht liegen lassen hier. Sag mal, müsste hier nicht normalerweise nochmal so ein Saftklumpen irgendwo sein? Na egal. Jetzt freue ich mich dann auch auf den Ausflug morgen. Und dann gibt es nämlich mal ein ganz kleines bisschen... Da vorne ist ein Saftklumpen, aber wie nah bin ich denn jetzt hier an diesen Spinnen? Ach Gott, Leute, zum Burgle müssen wir noch den Chip abgeben. Ich hab's komplett vergessen. Machen wir das gleich, ne? Komm, das machen wir jetzt noch. Je nachdem, wie viel Uhr es ist. Ja, das wird wahrscheinlich... Falsche Waffe, falsche Rüssi. Hat sie mich erschreckt. Die hat mich jetzt erschreckt. Junge, Junge, bin ich jetzt erschrocken. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, obwohl ich es gerade noch vor... von einer halben Minute so gedacht habe, ne? Wo waren die Wolfsspinne? Komm, wir gehen weg. Wir gehen zum Burgle. Ne, wir gehen morgen früh zum Burgle, wenn es hell ist. Wenn ich da jetzt rauskomme... Alter, ich glaube, ich habe schon ewig nicht mehr so eine coole Farmrunde hier hingelegt. Mal geschwind einen Haufen Zeug eingesammelt. Ach, da sind wir erst... Egal, gehen wir trotzdem.
Jo, wir machen das, wenn es hell ist. Ich habe keinen Bock, da im Dunkeln rumzulaufen. Ein bisschen was zum Essen haben wir auch gefunden. Wenn wir die noch kriegen würden hier, wäre es cool. Da vorne ist sie. Naja, weiter. Da war gleich noch eine. So. Schüssinger. Schüssinger. Gut, haben wir noch ein bisschen Saft gekriegt, oder? 16 Stück, besser als nix. Was macht denn vorne meine Wiese? Nimm dir mal ein paar Pilze noch mit. Schnelles Futter, wenn man mal gar nichts hat. Junge, hat die mich erschreckt. Komm, wir gehen noch mal zum Päckle vor. Wir gönnen uns einen Schluck. Schubdubiduhu. Dann wären wir bei 18. Beziehungsweise mit ein bisschen Glück bei 19. Upp. Oh ja, und ich freue mich voll auf den Mutterspinnenkolben. Der Minzkolben und der Mutterspinnenkolben, wenn man die Werte vergleicht, sind ziemlich ähnlich. Der Mutterspinnenkolben hat allerdings, glaube ich, 0,5 mehr Damage. Aber der Minzkolben hat diesen Fresh-Effekt, ne? Wobei der Mutterspinnenkolben, glaube ich, mit der richtigen, wenn man richtigen Perk auswählt, kannst du vergiften. Und das weiß ich noch, dieses Gift, das habe ich mal nachgelesen irgendwann, dieses Gift wirkt auch auf Spinnen. Das ist also kein typisches, ah, guck mal, das Gras ist wieder da. Deswegen will ich diese beiden Kolben auf jeden Fall. Ich freue mich. Und der Mutterspinnenkolben passt halt super zur Ameisenrüstung später von der Farbe. Die pennen noch, das ist gut. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich stehen geblieben war eben. Ey, wieso ist das Dach da oben so eingedrückt? Ist das so richtig? Ja, hier sieht es genauso aus, ne? Müssen wir mal kurz gucken. Gott, endlich habe ich eine Baustelle hier, Leute. Mal gucken, ob ich das... Okay, du musst es hier unterstützen und wahrscheinlich hier. Ja, das wird hier genauso. Ich dachte gerade, ich habe unten einen Baufehler gemacht. Jupp. Okay, mir fehlt wieder Klee. Klee, Klee, Klee. Und hier sogar ein Stängel, ne? So, Frage. Wo gab's denn diese Hängelampe? Ich schätze mal, die müssen wir noch kaufen, gell? Das heißt, solange ich keine Hängelampe habe, ist natürlich blöd, aber wir könnten uns ja trotzdem diese Wandfackeln hinmachen. Vielleicht, also hier ist bestimmt cool, wenn eine ist. Und dann über die Tür. Ne, über die Tür nicht, sonst sieht es so aus, als ob es da abbrennt. Machen wir erstmal nur die eine, vielleicht reicht die ja schon vom Licht. Drei trockene Gras und zwei Sprössis. Na? Na gut, die reicht bei weitem noch nicht. Oh, die reicht bei weitem noch nicht. Das ist nix. Und so eine Standleuchte, da hätte ich aber eher Bock, dass wir die da hinten in die Ecke mal machen. Kann ich die hier? Das wäre super. Lass mich mal kurz hier mit der Ego. Ja, das geht. Okay. Zwei trockene, zwei Sprössis. Ist schon cool, was man dann am Ende doch erreicht haben, wenn die Mats besorgt sind, ne? Guck dir das an. Aber da sind wir natürlich nicht von heute auf morgen fertig. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Es wird. Da hätte ich ja gerne noch einen Haken dran gemacht heute. Das heißt, pass mal auf, wir machen kurz Inventur. Wir brauchen zwei Stängel hierfür. Drei Stängel. Jo, drei Stängel und Klee. Drei Stängel. Frage. Kriegen wir das noch hin? Und dann zum Burgel, dann vorbereiten und morgen dann... Ja. Drei Stängel, 4, 5, 6, 7 Stängel, 8, 7, 8, 10 Stängel,
10 Stängel für dieses Bild hier, dass sich das heute für uns schon ergibt. Alles andere kann dann. Komm, wir pennen kurz. Wir wissen ja, was wir zu tun haben. Nimm mal so einen Verband bitte. Dankeschön. Auf jeden, Leute. Was ist das? 4.30 Uhr dann? Das ist natürlich bescheuert. Ich hänge mal ganz kurz die Maden weg. Maden habe ich weggehängt. Jetzt Stängel zu besorgen. Obwohl, pass mal auf. Das kriegen wir bestimmt hin, bevor die aufwachen. Ist halt kurz dunkel, aber es wird ja dann auch wieder hell. Weil hier kannst du nämlich wunderschön runterlaufen. Du kannst aber die Fackel, aber ich habe kaum mehr Fackel. Wir machen es folgendermaßen übrigens, wenn wir bei den Ameisen sind. Ich werde in der Nähe nochmal einen Shelter aufbauen und einen kleinen Grill. Weil ich kann nicht jedes Mal zum Picknicktisch hochlaufen. Da ist noch einer weggeplatzt. Ich weiß noch nicht, wo der da. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann brauchen wir nämlich nachts da nicht irgendwie überlegen. Dann können wir da einfach wegpennen, weißt du? Also jetzt gehen wir dann... Au, den Stachelsprössling. Den könnte man vielleicht auch noch kurz gucken, ob ich den bauen kann. Dann hätten wir die beiden Missionen nämlich auch weg. Ich muss dann mitnehmen, aber trotzdem eine Fackel nehmen wir, glaube ich, mit. Okay, drauf. Das waren 8, 9, 10 und die 4. Dann haben wir sogar mehr, als ich brauche. So, wenn alles hinhaut, müsste ich da jetzt einfach wieder hochkommen. Ne? Schluppdibu, schlappedibab. So. Und damit wir auch im Hellen aufwachen, gehen wir jetzt noch gleich rüber. So. Börtle ist gelandet. Natürlich fehlt dann wieder Saft auch an der einen oder anderen Stelle, aber hey. Guck dir unseren Dachdecker an hier. Jetzt brauchst du erst Klee, glaube ich, Digga. Jupp, brauchst du erst Klee. Klee, Klee. Leider kein Saft mehr. Ist aber nicht so schlimm. Ah, guck mal. Bisschen Saft fehlt. Aber... Das macht nichts. Guck mal, wie weit wir jetzt schon wieder gekommen sind. So, die räume ich jetzt hier kurz rein. Nehme das mit, dann Burgle, dann vorbereiten für morgen. Und dann gehen wir erstmal in Touren, besorgen uns eine gescheite Rüstung. Und dann gehen wir, wenn wir zurück sind, machen wir das fertig, ziehen die Sachen hoch. Leuchten noch ein bisschen besser aus. Schönes, kleines Design haben wir da reingehämmert. So, pass auf, Pen. Aufwachen, 6 Uhr ist super. 6 Uhr ist eine super Uhrzeit zum Aufwachen. Wir kommen langsam vorwärts, Leute. Freue mich. So, lass mal angucken beim Helm. Ja, es wirkt ein bisschen unscheinbar, aber wir können die Rüstungen, die ich nicht benutze, ich will halt alle Rüstungen auf eine Puppe knallen, ja. Die Rüstungen, die ich nicht benutze, also wir werden natürlich keine Eichelrüstung mehr benutzen, keine Kleerüstung oder wie die heißt, die können wir doch hier in so einem Halbbalkon auf zweiter Ebene draufsetzen. Oder an den Schrägen. Gib mir mal spaßhalber eine mit. Ich will mal gucken, ob man das... Ich habe voll die Idee noch. Weil im Moment ist mir das Dach ein bisschen zu großflächig. Na, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Auch noch falsch rum. Der nächste wäre dann hier, ne? Problem ist, du siehst die halt dann nicht. Weißt du? Hm. Oh, super. Ich meine, cool ist es schon, aber das Dach ist viel zu groß, als dass das richtig was, dass es richtig auffällt, ne? Guck mal von hier unten. Obwohl,
Wir können ja theoretisch auch Themen machen. Wir können auch thematisch sagen, wir machen hier nur Eichelrüstungen mit verschiedenen Posen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also es ist noch nicht final. Und hier auf der Ebene, ich mache das mal ganz kurz mit einem Zaun, wenn ich den da bauen darf. Da könnten wir dann theoretisch aber auch umswitchen auf den. Ja, das würde gehen. Dass wir das dann irgendwie hier so einfassen, ja? Und dass wir dann hier hinten dran noch Leuchten setzen oder so. Das müssen wir mal gucken, wie das dann aussehen wird. Ich zeichne es deswegen erstmal nur an. Ja, ich glaube, das hat was. Und dann da drüben die Rüstungspuppen. Vielleicht beleuchte ich die auch noch irgendwie indirekt. Was mich jetzt gerade ein bisschen ärgert, ich brauche hier im Prinzip noch 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Saft. 14 Saft. 14 Saft. Warum ärgere ich mich? Ich hole einfach kurz 14 Saft. Und dann gehen wir zum Burgl. Ne, wir machen das ja mit den Ameisen morgen so oder so. Ob ich da jetzt. Als haben wir das alles erst entdeckt gerade. Ne? Wir holen jetzt noch kurz die 14 Saft. Lass mich mal kurz gucken, ob ich von hier irgendwo schon den Saftklumpen sehe, ob der wieder da ist. Wir müssen jetzt die 14 Saft einfach holen. Entschuldigung, aber mittlerweile muss ich euch als ab und zu mitmachen, damit ich auch Verpflegung habe für die Ausflüge und so. Und ich wollte eigentlich beim Burgl, wenn wir gleich unten sind, auch nochmal nach Rezepten gucken. Okay, jetzt wird es schon langsam Richtung schlechter, Digga. Hey, ich habe die Saftklumpen hier nicht mehr. Ich weiß, wo es noch welche gibt, aber den Weg laufe ich jetzt nicht, das ist mir zu weit. Wir gehen da einfach nochmal um das Bäumchen rum. Ich nehme mal an, dass ich da fahre. Die spawnen ja nach, aber es dauert halt seit Zeit, ne? Und dieser Saftsammler, der ist meines Erachtens halt immer noch. Klar, wenn wir es daneben. Das können wir vielleicht machen, dass wir unsere Saftsammler noch ans Dach bauen. Ich glaube, da habe ich eine gute Idee für ein schönes Design. Dann kann man nämlich ab und zu da einfach welche rausholen. Das sind Nussstücke hier, ne? Und er hat das Inventar wieder voll, mein Saftsammler. So. Ja, aber zwei Saft ist zu wenig. Ne? Da könnte ich eventuell Glück haben, aber dafür habe ich das Inventar. Ich muss direkt nochmal so einen Saftklumpen finden, dann wären wir nah dran. Sag mal, in diesem Ding waren wir auch noch nicht in dem Forschungslabor, gell? Müssen wir auch mal noch hin die Tage. Ist bei der Spinne hier vorbei, weiß ich aber auch nicht. Der Arme ist ja beim Schmatzen. Hier hängen bestimmt noch welche drauf, ne? Nö, dann machen wir heute einfach länger. Und zwar so lange, bis wir es haben. Da liegen doch auch welche. Hallo? Klar raus. Neun? Jetzt habe ich die Zahl vergessen, die wir brauchen, aber hey, neun. 10. Hey, Mr. Ant. Jo, Brüll. 11. 12. 14 sowas, gell? I wonder if I could keep that aphid as a pet. Ja, wenn jetzt noch ein, zwei fehlen, kriegen wir vielleicht beim Burgl geschwind. Mal gleich zum Burgl, von hier aus schon. Spinnehudle. Ach, da hinten hat es aus, welche Säcke. Dem Stäble sehe ich aus Saft. Das könnten sie eventuell sein, die zwei. Ich glaube, 14 waren es, aber 15 Schaden auch nicht, oder? Wo ist denn das hier? Oh, das weiß ich nicht, ob das so gut war. Ah ja, hier pennt der Jonas, Leute. Wo war der Burgl-Eingang? Hier, ne? Ne, das war er nicht.
So, also, dann bauen wir das Dach heute final fertig. Morgen geht's dann on Tour. Bergel, mein Freund, ich habe mal wieder für dich einen Chip. Nächster Schmalzaufstieg. Bienenwanddeko ist klar. Boom, Level 10. Schwarzes Ameisenschwert. Da ist es, dann weiß ich auch, was ich dafür brauche. Wäre wie geil. Das Hammer, das Hammer, das Hammer. Bächel. Bächel. B-b-b-Bergel. Bär. Und bitte draufpusten. Ah, war nicht der Puste. Sehr geil. Digga, aber ich habe noch einen Chip. Ich habe einen Hilfschip gefunden, Bergel. Was kriegen wir für den überhaupt? Fotz fahren? Jo, bitte. Entschuldigung. Aber was draußen muss. Peter Box? Heiße ich Box mit Nachnamen? Science Job. Oh, zwei neue Quests. Bienenschulterpanzer. Komm, den bauen wir eh. Ja, nimm sie doch mit. Larvendinger brauchen wir ja sowieso. Achso, warte, ich wollte doch im Science Shopple. Im Science Schöppchen. Befestigte Base. Die hatten wir schon. Immer schön rein. Kaufen, gekauftes zeigen und verstecken. Empfohlene Auswahl. Kochbuch Hecke. Ha, den haben wir auch gefunden, ne? Flipflop-Verbesserung, Tauchlaterne-Verbesserung, schwimmende Basis, gebogene Basis, Kochbuchteich, geschützt Pollen. Ich schätze, wenn das geschützt, das bedient werden muss, schießt Pollen, um fliegende Feinde zu Boden zu bringen. Ey, haben wir jetzt die Geschützsachen schon, oder was? Minzkeule. Boah, aber da brauche ich Sachen, die ich noch nicht, an die ich noch nicht komme, ne? Aber früher oder später hätte ich sie eh gekauft. Weißt du? Kieselfundamente, die brauchen wir auch. Stabile Wand, Palisadentor, stabile Wand mit Fenster, Palisade, Stängelboden, Dreiecksstängelbögen, Lehmsäulen, die bräuchten wir eigentlich auch. Ich höre jetzt auf einzukaufen. So. Tschüss, Berg. Tschüssinger, mein Freund. Schiebfreischaltung, Picknick. War der jetzt schon freigeschalten? Ja klar, ich glaube, die Minzkeule war auch vom Picknicktisch, gell? Die Minzkeule. Die Minzkeule. Oh yeah, die Minzkeule. Oh, warte mal, geschwind. Kieselfundamente. Guckt euch das an, was wir hier kriegen. Nächste Idee. Befestigte Base. Stabile Wand. Palisadentor. Stängelboden. Die Säulen waren mir jetzt hier wichtig, ne? Weil die werden wir früher oder später nämlich auch brauchen. Könnte mir sogar vorstellen, dass wir die Fenster da wegbauen und dann auf Säulen gehen. Das gefällt mir schon mal richtig gut, wenn wir jetzt hier durchschießen. So, Leute. Jetzt müssten wir genug Saft haben für die Aktion, oder? Natürlich habe ich die Stängel unten gelassen. Wer wäre ich denn, wenn ich es nicht gemacht hätte? Also 1, 2, 3 Stängel noch. Haben wir die auch noch hier oder muss ich dann nochmal los? Scheiße. Da drüben sind sie. Perfekt. Also dann bereite ich alles vor. Was heißt vorbereiten? Im Prinzip nicht so außergewöhnlich, wie es sich anhört. Wir brauchen halt Essen und Trinken. Wir brauchen die Materialien für ein kleines Speicherschelter, wenn wir hinten sind. Und natürlich, unser Zeug muss einigermaßen fit sein. Wir werden mit der Marienkäferrüstung gehen. So, Kleeblätter noch. Oh Mann, da komme ich ja hier kurz durch, oder? Perfekt. So. Eine Liste werden wir dabei haben, was ich an Ameisenteilen brauche. Na gut, ja klar, wir müssen natürlich dann hier später, aber das machen wir jetzt heute nicht mehr fertig. Das kostet ja auch alles ein bisschen Zeit. Wo ist denn das Dach?
Hier werden wir dann so reinfahren. In den Baum komplett noch. Dass das schön ausgebaut ist hier. Ja, das wird doch richtig gut. Was fehlt? Natürlich fehlt im Leben immer ein bisschen Saft. So, Leute. Bin ich ziemlich happy, was wir da jetzt erreicht haben schon mal. Das stört mich auch die ganze Zeit schon. Das werden wir noch kurz wegmachen. Eine Ladung Blätter. Machen wir mal noch 6 Stück. So. Und dann haben wir jetzt hier praktisch dann später unsere Werkstatt. Und da bin ich halt am Überlegen, ob man das mit den Säulen dann vielleicht macht. Wo sind die Säulen eigentlich drin? Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier sind sie. Ein Kieselpfad. Oh, ein Kieselpfad. Den kenne ich so noch gar nicht. Oh, möglicherweise möchte ich einen Kieselpfad mir irgendwo anlegen. Wenn wir jetzt davon ausgingen... Ich will ja hier dann laufen auch, ne? Das muss ich mir noch überlegen. Die Säulen scheinen ein bisschen zu wuchtig. Distelstacheln sind gleich besorgt. Eichelkappen und Eichelschalen haben wir dann auch. Dann können wir uns demnächst hier sogar schon ein bisschen schön machen. Pass mal auf, ich mache mal ganz kurz die Sachen hier rüber. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Also Leute, morgen machen wir dann den Aufbruch. Gehen zum Ameisenhügel, zum Schwarzen. Da werden wir dann farmen. Und zwar die Materialien, die wir brauchen für... Die Sachen, die ich jetzt schon 10.000 Mal erwähnt habe, ne? So, was ist denn das? Rüsselkäfer-Dörrfleisch. Ist das vielleicht schon das Erste, was wir für morgen haben? So, einmal ganz kurz gucken, was noch weggeräumt werden kann. Schmusis muss ich noch machen und so. Aber das mache ich jetzt im Vorfeld. Ich nutze den Tag. Wir haben jetzt 12 Uhr. Vielleicht mache ich die Lager noch mal ein bisschen voll. Mache uns ein bisschen Buff-Food, Smoothies und so weiter. Und dann gehen wir morgen gemeinsam los, wenn wir ausgepennt haben. Das machen wir. Und hier überlege ich tatsächlich gerade, ob ich da nicht einen zweiten Stock hätte machen sollen. Beziehungsweise, da machen wir uns einen kleinen Balkon raus, glaube ich. Und dann schraube ich oben das Dach nochmal um. Das habe ich jetzt gerade eben erst gesehen, dass mir das gefallen wird. Mensch, ein Stängelboden käme hier bestimmt auch gut. Problem ist, wenn ich es auf die Höhe mache... Doch, da wirst du ja nicht erdrückt. Das können wir auf die Höhe schon machen. Aber da muss ich noch überlegen. Weißt du, dass wir dann praktisch das Dach bis hierher gehen lassen und das hier oben drüber lappen lassen. Dann haben wir so eine Art kleinen Mini-Balkon oben, wo wir vielleicht das Trockenfleisch aufhängen können. Weil so, muss ich sagen, ist es doch sehr lang gestreckt bis hoch, ne? Und hier würde ich dann tatsächlich halt stängelwandmäßig zumachen. Hier ist auch kein Problem, ne? Ach was, wir kommen... Ey, geil! Geil! Stopp! Stopp, die mobbt die mein Freund. Wenn ich hier so easy peasy hochkomme, ja? So. Dann kannst du davon ausgehen, dass wir hier... Oh, aber der Stängelwand wäre aber auch... Das sieht aber halt schon toll aus alles, ne? Haja, Baby. Scheiße. Der muss leider weg. Das wird wahrscheinlich auch nicht gut aussehen, aber ich probiere es mal. Jetzt bin ich wieder am Entdecken hier. Mach mal den Kleedinger kurz. Ja. Wie sieht denn das aus, wenn ich da jetzt noch einen dran mache? Dann klitscht der hier wunderschön rein und ich komme dann hier auf die Rampe auf meinen kleinen Räucherfleischbalkon. Ne, wie gesagt, wir müssen das Dach dann nur nochmal anpassen. Das heißt, die untere Dachreihe muss weg. Vielleicht lasse ich sie hinten nach oben hochlaufen, mache mit Säulen. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt gehen wir erstmal unterwegs. Stachelsprössling, das wollte ich doch auch die ganze Zeit schon probiert haben, ne? Hey, das heißt, ich will mich nicht beschweren. Ich war immerhin schon mal beim Burgel unten. Und habe mal den Chip abgegeben, na ewig. Ach, Stachelhalm heißt der. Was meint denn der mit Stachelsprössling? Ich dachte immer, das hier meinen die. Hä? Verstehe jetzt gar nicht.
Klappere deine Handwerkskunst halt durch das Königreich Vision von Werkzeug und Bauplänen schürenden Erfindergeist. Rüste dich mit Stachelsprössling. Ein Stachelsprössling ist eine Waffe, gell? Wo ist er denn? Ah ja, unser Kollege, der Stachelsprössling. Ich dachte die ganze Zeit, das wären die Spikes hier, weil die will ich nämlich auch noch ranbringen. Meine Lieben, morgen geht's rüber und dann besorgen wir uns die Sachen. Da haben wir einiges zu tun. Ich überlege sogar, dass ich eine Kiste drüben aufbaue, wo wir die Sachen reinlagern können. Dann nehme ich die Kiste mit heim. Freue ich mich auf den Ausflug. Kommt gut in die neue Woche. Wir sehen uns morgen zur gleichen Uhrzeit, wenn ihr möchtet. Ich freue mich auf euch. Bis dann.